Herzlich willkommen bei ADH Fishing TV. Mein Name ist Alexander Keus und gemeinsam mit Paolo Hoffmann und Stefan Dombey stellen wir euch heute die Fischerei auf Barben vor. Ist ein mega interessanter Sportfisch für die Fliege und eine super Alternative, gerade in den Sommermonaten zur Forelle und zur Esche. Wenn die Wassertemperaturen steigen, wenn die Lufttemperaturen schon unangenehm warm sind, wenn die Pegel niedrig sind, dann kann man eigentlich guten Wissens nicht mehr auf Forellen und Eschen angeln. Aber die Barbe bietet dann eben eine super Alternative und sie kommt in fast allen Niederungsflüssen in Deutschland vor. Wir haben hier heute ein Gewässer, was sehr unterschiedlich und schön stark strukturiert ist. Wir haben viele schnelle Passagen, die Barben bevorzugen. Die suchen wir uns heute raus und werden mal schauen, ob wir die eine oder andere Barbe aus dem schnellen Wasser fangen können. Und zwar mit zwei unterschiedlichen Techniken. Zum einen mit einer modernen Technik, wenn man so möchte, dem European Style Nymphing, was wir euch auch schon in anderen Videos vorgestellt haben. Und als Alternative dazu ganz klassisch mit einem Bissanzeiger stromauf die Nymphe im Deadrift präsentiert an einer Schwimmschnur. Was braucht ihr für die Barbenfischerei? Also ihr braucht erstmal ein passendes Gewässer natürlich. Dann braucht ihr relativ wenig Ausrüstung. Ihr braucht ein paar Nymphen. Das ist kein großes Hexenwerk, was man für die Barbenfischerei benötigt. Wir haben ein paar Muster ausgesucht für heute. Peeping Caddis zum Beispiel eignet sich besonders gut, aber auch unterschiedliche Variationen der Fasanenschwanznymphe oder diverse Pupa-Variationen bieten sich an. Allesamt beschwert mit Tungstenperlen auf den Hakengrößen 12 bis maximal 16 runter gebunden, mit Ausnahme vielleicht einer Technik, die viele von euch auch schon kennen, wo man unbeschwerte Nymphen über den Grund rollen lässt und ein kleines Splitshot vorschaltet. Sehr, sehr effektiv. Was braucht ihr neben einer Auswahl von Nymphen? Ihr braucht, je nachdem für was für eine Technik ihr euch entscheidet, entweder eine Spezial-Nymphenroute. Das sind Routen in den Schnurklassen 3 oder 4 von 10 bis 11 Fuß Länge. Auch das haben wir euch in anderen Videos schon ausreichend vorgestellt. Gut ausbalanciert mit einer Route, im Idealfall mit einem geschlossenen Spulenkäfig, damit das dünne, lange Vorfach eben nicht zwischen Spule und Rolle eingeklemmt wird. Oder eben eine ganz normale Forellenroute, Klasse 4 oder 5, 8,6, jetzt wie in unserem Fall, oder 9 Fuß, mit einer Schwimmschnur, mittellange Keule ausgestattet, damit ihr auch ein bisschen Distanz überbrücken könnt und etwas weitere Würfe machen könnt. Auch hier haben wir uns für eine Rolle mit einem geschlossenen Spulenkäfig, einer feinen Bremse entschieden, weil die Barben relativ kampfstark sind und wir mit relativ dünnen Vorfächern fischen. Was heißt relativ dünn? Wir variieren so zwischen 14 und 16, maximal 18. Das machen wir abhängig von der Wassertiefe, von der Strömungsgeschwindigkeit. Aber so mit 14, 16, maximal 18 seid ihr bestens bedient. Und ihr kennt ja unser Lieblingsvorfach, das Stroft ABR. Das benutzen wir besonders gern. Ja, ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt mal unterschiedliche Stellen an, schauen, wo wir die Barben finden
und werden mal schauen, mit welcher Technik wir die heute am besten gefangen kriegen. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr uns wie üblich über die üblichen normalen Kanäle oder per E-Mail.